Herzlich willkommen mal wieder zu einem Live gezockt. Heute auf Twitch spielen wir Super Mario Bros. 35. ja, ich freue mich endlich mal im heutigen Livestream mit euch heute dieses Spiel zu spielen. Ich freue mich wirklich. Schreibt was in den Chat, folgt uns und macht das alles, was man halt sonst so tut. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal hier, gell? Und ich habe bereits im Vorfeld mal so ein bisschen das Spiel gespielt. Ich war letztes Wochenende weg gewesen. Habe dann ein bisschen unterwegs gespielt, dank einem Hotspot und bei einem Kumpel. Und das Spiel ist schon echt was ganz, ganz Besonderes. Mal irgendwie was Cooles, mal was anderes als Tetris 99. Ist auch zeitlich limitiert bis zum 31. März. Danach verschwindet es wahrscheinlich. Mal gucken, ob es wirklich verschwindet oder nicht. Ja, sind wir mal gespannt. So, also wie ihr seht, ich bin sogar schon Stufe 19. Also ich war auch mal ziemlich weit. Es gibt eine Statistik, da sieht man so, wie viel man schon gespielt hat, wie viel Level man gespielt hat. Der höchste Rang, ich war Platz 3, das war mein letztes Spiel. Ja, und ich muss sagen, Platz 3 war schon echt unfair, da ist die Zeit so runtergerast und ich habe keinen Plan gehabt, was ich dann tun soll. Auch schon interessant, so eine Art Grafik. Boah, ist schon ganz lustig. Gut, ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem 35-Spieler-Kampf und danach gucken wir mal weiter. Schreibt ruhig was in den Chat. Genau. So, ich muss sagen, was hat das Auswählen hier zu tun? Ich habe mal ein anderes Level ausgewählt und es kam trotzdem nichts. Wahrscheinlich, weil vielleicht nicht genügend dieses Level ausgewählt haben. I don't know. Aber wir beginnen jetzt einfach mit dem hier. Ja, lange Zeit, dass ich mal gestreamt habe. Es tut mir leid, dass es momentan zeitlich ein bisschen schwieriger ist, aber ich bemühe mich wirklich im Moment viel wieder zu streamen und wieder mit euch hier dabei zu sein hier. So, die Runde geht los. Die Musik ist echt lustig und rockt. Mach dich bereit. Mach mich bereit. Die Fahnen heißen wohl, wie oft ich dieses Level schon beendet habe, ne? Ich mache immer auf Konter. Ich weiß nicht, ist es gut, auf immer auf Konter zu machen? Das ist immer meine größte Angst, hier zu scheitern. Aber es ist schon jemand gescheitert. Also, es kann tatsächlich so nicht so schlecht sein. Natürlich gucke ich jetzt, dass ich ein bisschen Zeit gewinne. Ja gut, das ist jetzt egal. Aber Münzen sind auch wichtig, warum auch immer. Aber Zeit ist natürlich auch erstmal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, hier war nichts. Ja, okay, da kann ich mir das eigentlich ersparen. So, erstmal ein bisschen hier getuned. So. Wenn ich jetzt mit den Feuerdinger losgehe, dann habe ich ein Problem. Wow. Habe ich ein Problem, dass, warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich aktiviere mal kurz das hier. Ja, gut. Hi an die Dornblutrose. Ich muss mich kurz nebenbei konzentrieren. Das ist gerade ziemlich schwierig. Boah. Kein Risiko. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, gell? Okay, das war echt blöd für die erste Runde. Das war richtig blöd. So. Ja, gut. Ich würde sagen, ja. Aber Stufe aufgestiegen, hey. Better than nothing. Ja, gut, auf jeden Fall nochmal. Das war die Aufwärmrunde. Die Dornblutrose will sowas auch mit Sonic 1 und 2 haben. Boah, würde gehen, gell? Allerdings, das Gameplay wäre ein bisschen sehr chaotisch. Keine Ahnung. Aber ich finde, was ich ein bisschen schade finde, ist, erstens ist es der NES-Look. Natürlich, es hat größtenteils wirklich alles mit diesem Spiel angefangen. Aber die All-Stars-Grafik-Option wäre mir viel lieber gewesen. Ansonsten. Boah. Und halt, es ist halt auch dasselbe Gameplay, gell? Also mit den, anscheinend mit einigen Bugs, die auch da noch vorhanden sind. Und man merkt es halt auch ein bisschen an der Steuerung, es ist schon echt ein Ticken schwammig. Gerade mit dem
Steuerkreuz, man kann es ja auch umändern auf den Analogstick, aber sowas spielt man, wenn überhaupt, mit einem. Boah, also, es wäre wieder klar, der Vorführeffekt, gell? Wenn ich dann privat spiele, gehe ich ab, wie man anhand der Statistik gesehen hat. Und sobald ich hier streame, gehen alle Lichter aus. Na komm, erstmal hier ein paar Goombas eliminieren. Oh, aber ich glaube, oben war hier, ne? Nein, okay. Ah, hier war. So, ein bisschen safe wieder. Immer wichtig ist auch ein bisschen, dass man sich hier Zeit, ein gutes Zeitkonto macht, weil ich habe ja, wie gesagt, wo ich letztens dritter Platz war, ging die Zeit so schnell runter und ich hatte, war ich total überfordert gewesen, was man machen muss. Oh fuck, okay. Na komm. Mal kurz den hier, gell? Oh, es gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Ja, komm. Besser als gar nichts, gell? Es hört gleich auf, deswegen riskiere ich jetzt erstmal nichts. So. Lass mal. Oh, ich bin ja klein, gell? Ich riskiere es, komm. Meint ihr sonst... Ach komm, das verschwindet? Ah, dafür... Ich krieg heute nur diese... Das war jetzt echt blöd. Ich war nicht geduldig genug. Oh. Jetzt gucke ich, dass ich hier... Ich stelle mich hier richtig blöd gerade an. Das ist so peinlich. Toll. Also irgendwie ist es gerade echt furchtbar. Oh, ist das furchtbar. So, jetzt aber. Gott, nochmal. Goodie. Ja, das Spiel könnt ihr spielen, wenn ihr ein Nintendo Switch Online Abonnement habt. Das heißt, eigentlich kann es fast jeder spielen, ne? Ja. Aber verschwindet, wie gesagt, leider Ende März. Voll sinnlos, aber. Weil wer auch keinen Bock mehr auf diese Spezialevents hat, also wenn Nintendo keinen Bock mehr hat. Oh, danke an Münzgeld Monte fürs Folgen. So, aber jetzt muss ich hier nochmal richtig reinhauen. So, komm, ich brauche einfach mal ein paar Münzen. Das ist immer, wie gesagt, immer ganz wichtig, weil ich hatte eigentlich immer das Glück. Heute kriege ich ja nur diese Stampf-Items und halt Sterne. Und eigentlich habe ich... Ah, endlich mal ein anderes Level. Ich habe immer sonst natürlich immer auch mal einen Pilz bekommen, aber genau heute im Stream habe ich irgendwie nur Ziehpech, wenn ich mal... gehittet werde. Na, ein bisschen Geduld. Oh, ich muss ein bisschen gucken, dass ich hier noch ein paar Gegner töte. Oh, das war jetzt riskant. Nee, das riskiere ich jetzt erstmal nicht. Okay. Komm. Ah! Münzgeld meint, es ist gerade sein meistgespieltes Switch-Spiel. Ja, cool. Hast du ein paar Tipps? Ich hatte letztens... Wie gesagt, ich war ja Platz 3 letztens. Ich war Platz 24. Na gut, okay, ist okay. Danke an Dandy Joe fürs Folgen. War letztens Platz, also habe mich quasi mit den 3 Besten gemessen und dann ist die Zeit sehr schnell runtergegangen. Was macht man da am besten? Weil ich hatte am Ende wirklich keine Zeit mehr übrig. Natürlich hat mir keiner mehr Gegner geschickt. Ist ja blöd, weil durch Gegner kriegt man Zeit und das will man natürlich dann nicht mehr.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Vielleicht fürs nächste Mal gut gewappnet bin. Achso, Münzgeld ist immer noch eher unerfahren, okay. Also auch sehr noch in den Kinderschuhen drin. Ist ja auch voll okay. Muss ich das selber rausfinden. Danke an Pinguin Patsy fürs Folgen. Also heute geht's aber ab hier, ey. Zack. Oh. Boah, ich konnte während dem Flug, während ich das Item aufgenommen habe, nochmal hüpfen. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Ach komm, ey, Leute. Oh, 15 Sekunden sind halt echt viel wert, ne, muss man sagen. So, ich fahre mir gerne mal die 1 Sekunden rum jetzt gerade. Damit habe ich doch irgendwie ganz gute Erfahrungen mal gemacht. Vielleicht behalte ich das doch einfach bei. Oh, okay. Leute, ihr schenkt mir hier Zeit. Oh, okay, das war blöd. Egal. Oh. Hier war ein Item, ne? Ja. Besser als nichts. Ich glaube, 400 Sekunden ist, glaube ich, das Limit. Ich habe mal gleich mal 400 Sekunden und dann ging es auch nicht weiter mehr rauf, gell? Ich muss mich jetzt kurz konzentrieren, weil dieser Sprung hier, der killt mich jedes Mal hier. Jawohl. Na gut, komm. Oh Gott, das war peinlich. So, neues Glück. Die 5 Sekunden nehme ich natürlich mit. Komm. Schade ich ja nicht, was ich jetzt hier tue. Jo, das ist gut. Vielleicht sollte ich einfach viele Münzen aufbewahren und immer wieder nutzen. Vielleicht rettet mich das dann tatsächlich mal. Ich kann leider nicht in den Chat gucken, weil ich gerade einfach viel zu konzentriert hier bin. Also wirklich sehr konzentriert, ne? Boah, ich kann diese Piranha-Pflanzen quasi jetzt Leuten zuschicken, wie man sieht. Genau jetzt will er nicht kommen, habe ich ihn oder schon erwischt. Jawohl. So. Machen wir 2-1. Guck mal. Mal extra Sekunden. So, wie viel steht's? Noch 13 Leute. Oh. Oh. Guck, ich hab kein Glück gerade. Naja, wenn es hier ein bisschen. Glück gehabt. Aber es wird echt ekelhaft, ne? Oh, es ist ein Witz, ey. Ey. So, noch 9. Oh, das gibt's doch nicht. So. So, ich muss mal kurz gucken, dass ich jetzt hier nochmal. Also Münzen, klar. Oh. Ah, vielleicht war es jetzt zu früh, gell? Wow! Obwohl. Geil. Das war ich eigentlich ganz praktisch jetzt. Kann ich mir ein bisschen hier Vorteil verschaffen. Boah, das war Glück. War gerade noch so die letzte Sekunde.
die ich hier mitgenommen habe. So, immer noch 9. Ach komm. Ah, nein! Komm, schnell. Nimm was Gutes, was Gutes, was Gutes, was Gutes, was Gutes. Nein! Ich brauche wieder Münzen. Oh, das ist jetzt bitter. Ich habe jetzt schon einen großen Nachteil jetzt. Besonders, wenn ich hier... Oh, die Dinger nerven. Oh nein! Oh Gott sei Dank. Da hatte ich jetzt ein bisschen Glück gehabt. Weil ich hasse Wasserlevel. Egal in welchem Mario-Spiel, ich hasse Wasserlevel. Also wird auch mal, es geht schon sehr an der Konzentration und natürlich jeder Fehler wird dann bestraft, ne? Sobald man runterfliegt, gell? Und ich stelle mich sowieso mal richtig blöd dabei an. Na egal. So. Wieder. Ein paar Sekunden. Und schon wieder Level 1. Aber ich kann hier wenigstens ein paar Sekunden wieder rausholen. Oh nein! Oh, das ist jetzt bitter. Egal. Jetzt wird's, aber ich finde, am Ende wird es immer so ein bisschen. Da will keiner mehr was riskieren, so richtig, ja? Oh Gott. Dead-Konzentration. Boah, das Level hatte ich noch gar nicht gehabt hier. In meiner ganzen Battle Royale Super Mario 35 Karriere. Oh, 7 noch. Wird spannend. Ich hasse die Hammerbrüder. Ich hasse sie. Ich hasse sie über alles. Oh, jawohl. Wenigstens kann ich das noch ein bisschen hier retten. Noch jemand K.O. gegangen. Ich wollte nach links noch den Feuerball runterwerfen. Nein, ich war's an. Oh Gott. Oh, gut, ich habe ihn. Oh, noch Hammerbrüder im Wasserlevel. Das ist ja wirklich die schlimmste Kombination, die man mir antun kann. Okay, die zeigt wieder schnell runter. So, was mache ich jetzt? Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ja, wie ihr seht, die Zeit rast total runter. Jetzt habe ich total gelitten. Jetzt verliere ich total die Fassung hier. Oh, fuck. Oh, das war richtig jetzt. Ich brauche noch ein paar Münzen hier. Ich muss das Level so schnell wie möglich jetzt beenden. Schnell! Oh,
Guck mal, es tut keiner mehr Gegner hier einem servieren. Und natürlich kriegt man aber automatisch schwerere Gegner. Das ist das Schlimmste, was mir jetzt hier passieren kann, ey. Oh, das ist das Beste, was mir jetzt gerade hier passieren kann. Das ist wieder das Dümmste, was mir passieren kann. Noch 4, okay. Nein! Wegen so einem blöden, hektischen Fehler. Shit. Boah, das geht richtig. Nur noch Platz 4. Ich wollte unbedingt eines dieser Medaillenplätze hier haben. Nein. Oh, fuck. Naja, Spezialkampf habe ich auch einmal gemacht. Ehrlich gesagt, verstehe ich schon fast den Unterschied dabei nicht. So. Wir können so bestimmte Abfolge von Level spielen. Das gelten die Regeln, okay. Ja, machen wir das mal, ne? Oh, das war jetzt echt. Aber Münzgeld wurde erster, sehe ich gerade. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Goodie. So. Erstmal auf Konter und dann. Wenigste Zeit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich tut mal jemand da ganz wenig Zeit reindrücken. So würde ich das jetzt interpretieren. Könnte sein, ne? Gut. Wow. Da scheinen mich Leute zu hassen. Wow, okay. Okay. Oh, das war wieder zu gierig. Ja, so kann man auch durchrennen, gell? So. Kriegt jemand noch Bowser hier? Mitten in einem Bowser-Level serviert sich gerade links oben. Das ist auch bitter. Komm. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ja, besser als nichts. Guck mal, wie mir jemand Bowser hier reingedrückt hat. What the fuck? Nicht das, was ich brauche und will. Besonders, das ist jetzt noch richtig mies. Oh, fuck.
Also ich glaube, der Bowser verfolgt mich auch. Ich glaube, der kommt nicht auf einmal wieder aufgeploppt, sondern kommt... Boah. Das ist ja richtige Konzentrationssache. Okay, ich bin tot. Ich schaff das nicht. Ich hasse die Hammerbrüder. Ich hasse sie. Ja. War klar, ich schaff das nicht. Das ist ein Kindheitstrauma. Platz 10. Nochmal. Wenn ihr unseren Test dazu lesen wollt, geht auf entau.de, da findet ihr unseren Test, hat der liebe Ilja geschrieben. Ja, könnt ihr mal euch durchlesen, wenn ihr wollt. So. Jemand fragt Kindheitstrauma, diese Hammerbrüder sind einfach ein brutaler Kindheitstrauma, selbst in der All-Star-Edition damals, Super Mario Bros., habe ich die immer gehasst, weil ich das Gefühl habe, ich komme nie vorbei. Und das ist so furchtbar und ich hasse das einfach. Ja. Deswegen Kindheitstrauma. Ist nicht, dass mir jemand damals mit einem Hammer um den Kopf geschlagen hätte, aber es ist schon echt furchtbar, wie ja, wie unfair diese Hammerbrüder sind. Hier. Dieser Block hat alles vernichtet. Ah! Bitter. Nochmal. Was ich schade finde, man kann nicht wie bei Tetris 99 zusammen in einen Raum gegeneinander spielen, sondern, ja. Milotail, danke dir fürs Folgen. Mich freut es echt, dass ihr uns folgt. I like. Ich mag's. Schreibt gerne was in den Chat. Wenn ihr sowieso öfters unsere Streams schaut und denkt, hey, ich will mal gerne das Projekt Entau unterstützen, könnt ihr bei Twitch unten im Kanal unsere Karten sehen und dann könnt ihr auch quasi uns auch eine Kleinigkeit spenden, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, es ist, deswegen erwähne ich das so gut wie fast nie in einem Stream, sondern es ist wirklich eine Sache, die soll freiwillig sein und ja. Also ich sag mal so, ich bin da sehr bescheiden, um es so zu sagen. Es gibt ja viele Streamer, die natürlich, die leben davon, gell, und die machen dauernd Werbung dafür. Ist auch wirklich voll in Ordnung, ja. Aber ich denke mir, das ist halt ein Projekt, Entower. Ich mach's ja nebenberuflich, muss ich da auch dazu erwähnen, gell. Ach, guck mal. Passiert da was? Oh, es ist ja weg, gell. Schade. Wow, wir drückt da gerade wieder einer ordentlich hier was rein, gell? Lass mal ein 3-1 gehen. Oh nee, war ich ein fürser Fehler da reinzugehen. Das war ein großer Fehler. Thank you.
Ja, Das ist echt demotivierend. Hey, ich bin mal Level aufgestiegen. Ja, geil. Eine Hammerbrüder habe ich als Sticker bekommen. Das ist der Trigger schlechthin. Gut, wir machen diesen Spezialkampf. Ich muss zugeben, ich erkenne keinen Unterschied zwischen diesem Spezialkampf und dem anderen normalen Modus. Was gibt's denn Unterschied? Angeblich nacheinander, aber... Oder kann man spezielle Symbole freischalten? Ich habe mich leider nicht so gut informiert. Viele wundern sich, oder vielleicht, wenn ihr uns ab und zu unsere Streams öfter schaut, bemerkt ihr auch, wir haben eigentlich ein anderes Layout als sonst. Ich lasse mir allgemein mehrere Optionen, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt ein sehr wichtiges Spiel, wie zum Beispiel mal Pikmin 3 oder so spielen werden, dann werde ich natürlich wieder eher das lockere Layout nutzen. Allerdings für Spiele wie sowas oder so, da finde ich einen Chat auch nicht tragisch. Und ich hoffe auch, der Mitschnitt auf YouTube, der dann auch landet. Ich hoffe, euch stört das nicht. Wenn ja, dann schreibt es bitte dann in den YouTube-Kommentaren. Ansonsten kann ich mal gucken, dass ich vielleicht für die nächsten Streams dann vielleicht den Ausschnitt mache und den halt nur hochlade. Also den von links unten von meinem Gesicht und vom anderen. Genau. So, müssen wir mal auf Konter noch gehen hier. Oh nein, Trigger. Also, meine Aufgabe ist dann eigentlich immer nur wegrennen. Egal. So, wie viel? 17 noch, okay. Oh, Level 1 ist dann schon echt ein bisschen balsam, ne? Boah, Leben gibt also 20 Münzen. Eigentlich schon ziemlich geil, gell? Irgendwo war ja auch mal ein Stern, gell? Hat auch viele große Vorteile. So, wir sind gleich wieder bei den Top 10. Geduldig. Jo, das habe ich hier noch gebraucht, gell? Oh, furchtbar. Ich muss es kurz aktivieren. Oh, danke. Oh je. Boah, das ist ja übel. Ich hoffe, ich hätte jetzt hier keine Feuerblume. Bei Allstars konnte man das, gell? Boah, also hätte ich jetzt hier keine Feuerblume, würde ich ja richtig böse scheitern. Deswegen spiele ich jetzt... Jo, okay. Hoffen wir mal. Toll. Oh.
Boah, das Stern hat mich jetzt echt gerettet, gell? Boah, das ist gut. So, Top 6. Boah, ganz ehrlich, ich gehe in 1-1. Das ist mir alles gerade viel zu unsicher. Boah, ich sehe unten, sieht man ja immer die Gegner, die einen auch erwarten. Und immer wenn ich einen Hammerbruder sehe, denke ich mir, oh nein. Warum noch einer? Weil schaut doch einer meiner Gegner gerade ins Stream und denkt sich so, ha, ich drücke noch mehr rein. Und natürlich so viel, dass er jetzt hier ein großes Problem hat. Ich brauche Münzen. Oh, es bringt mir nichts. Oh, und besonders ist der Stern dann wieder weg. Toll. Toll. Nein. Habe ich keine Chance, ey. Das ist so gemein. Das ist so gemein. What the fuck? Gut, ich würde sagen, wir spielen noch einmal kurz den normalen Modus. Und dann beenden wir das, glaube ich, für heute. Oh, mein Blutdruck ist... Guck mal, ey, voll nice. Mein Blutdruck ist einfach mal ums 1000-fache erhöht. Oh. Furchtbar. Boah. Ich glaube, deswegen sind Münzen wichtig. Sollte ich mir angewöhnen, mal öfters mitzunehmen. Deswegen, ich werde mich jetzt mal in dieser Runde mal konzentrieren, viele Münzen mitzunehmen. Natürlich muss die Zeit auch hier einen großen Faktor spielen. Weil ich sehe auch gerade selber wieder, die Zeit rennt. Oh, das ist übel. Oh Gott. So. Oh yeah, einer meiner Hasslevel. Okay, noch einmal. Oh. Warum? Okay. Go. Aber ich finde, sowas kann man wirklich mal so eine halbe Stunde am Tag spielen, dann ist es auch wieder okay, gell? So, Konter. Ja. Hier ist natürlich wichtig, relativ schnell viele Münzen zu sammeln und wieder einzugehen und Zeit zu sparen. Und ja, natürlich ist der Nachteil, man geht hier später wieder raus, also ganz am Ende. Das heißt, man hat kaum die Möglichkeit, Zeit zu farmen. Mal gucken, dass ich den noch kriege. Ja. Sehr schön. Ja, aber ich muss jetzt, da warum ich nicht nur auf Münzen konzentrieren, sondern auch ein bisschen hier noch auf die Gegner.
Wie gesagt, immer wenn ich halt so eine Münze vorbeilaufe oder sie irgendwie kriegen kann, nehme ich sie mit. Ja, jetzt habe ich den noch getroffen. So, noch 19. Ich bin gleich bei der Hälfte angekommen. So. Bisschen Zeit tanken. Besonders mit der wiederholten Feuerblume. Die 15 Sekunden tun halt echt gut, gell? Muss man auch sagen. Und den kann man auch gut mitnehmen immer. Das war blöd. Voll den Input-Lag. Also voll den Tasten-Lag. Ich wollte noch die Blume mitnehmen, aber hat leider nicht geklappt. Geil. 1-3-1-3-1-1. Gehen wir 1-1 rein. So, 9 von 35. Schwinden langsam alle. So, 8 von 35. So, Zeit sieht gut aus. Ja, ist doch blöd. Boah, ich habe gerade ein K.O. gemacht und ich habe voll viele Münzen gerade bekommen. Und voll die Zeit. Okay. Hm. Ja, ich muss erstmal hier als. Boah, das war auch irgendwie gerade mehr Glück. Sorry, aber. Schon wieder dasselbe. Das gibt's doch nicht. In demselben Level. Einem wieder an so selben Abgrund. Wieder Platz 4. Wie vorhin. Okay, Leute. Ich werde niemals Erster werden. Genau wie in Tetris 99. Oh boy. Na gut. Leute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Twitch.
abonniert uns auf YouTube, spendet was, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Und ja, das war's mit mir. Ich bin Dennis. Sag tschüss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Verdammt, ey, schon wieder derselbe Fehler.